ach ja je. Ein bisschen können wir noch. So. Malte. Malte? Er atmet. Zum Glück. Er scheint nur bewusstlos zu sein. Aber wo steckt dieser Papagei? Können wir uns bedanken bei dem? Die Biester haben mein Leben gerettet. Und hier kann man doch verlassen. Spiel's doch einmal, Sam. Da kommen wir nicht hoch. Das große Bild hatte ich, konnten wir anklicken, als ich das erste Mal hier drin war. Man muss jedenfalls den Stream nachgucken. Das hier können wir dann. Das ist Kickstarter-Bäcker. Ich finde das wirklich gut eingebaut hier. Warte mal, warum bewegt sich das? Nee, es muss äußerlich, okay. Oder können wir jetzt hier hoch? Besser nicht. Nee, ich glaube nicht. Und ich wüsste auch gar nicht, wieso. Pff, nur so. Aber die Karte, die Karteikarte unsere, die liegt noch im Totenreich, ne? Wenn wir leben, ach schade, wir haben das Dings nicht. Wir könnten ja die Noten von Leiter Randy könnten wir ja hier zum Beispiel so irgendwie publizieren. Dann würde man sich daran erinnern und seine Frau kommt aus aus dem Archiv. Warte mal, wir haben. Leider nicht, aber hier war noch was. Sorry, Britta, aber... Ach ja, die Britta. Ich muss mir das mal kurz ausleihen. So, was haben wir jetzt bekommen? Wir haben Jagdunfall, Magenbitter. Du bekommst die Flasche wieder zurück, Magenbitter. Das ist... Moment mal. Ein Rezept von den anonymen Anästhesisten. Es ist noch nicht viel über die Wirkung dieses neuen Cocktails bekannt, doch allein die Zusammenstellung der Zutaten weckt mein Interesse. Besonders bemerkenswert bei diesem Drink ist, dass alle Zutaten zwingend eine schwarze Färbung aufweisen müssen. Basis ist Magenbitter, Modifier ist kalte Asche, Flavor ein persönliches Opfer. Irgendetwas stimmt mit diesem Drink nicht. Ich fühle mich ganz schummelig. Nahtoderfahrung? Wahrscheinlich, ne? Cleo? Du lebst? Hast du meine Bücher retten können? Oh. Deine Bücher? Nein, Avery. Yishomilele hat mich an Ort und Stelle ertrinken lassen. Ich habe riesiges Glück, überhaupt noch zu leben. Danke für die Hilfe übrigens. Die Alte war plötzlich da. Was hätte ich denn machen sollen? Du hättest versuchen können, mich zu warnen. Du hast uns einfach zurückgelassen. Zum Sterben zurückgelassen. Kommt dir das nicht bekannt vor? Und du denkst nur an deine blöden Bücher. Niemand interessiert sich für deine Lügengeschichten. Ja, ich glaube, da hast du wohl recht. Ich war tot, Avery. Für einen Moment war ich wirklich tot und habe alles gesehen. Das Jenseits. Das Archiv. Ich war in diesem Archiv, Cleo. Mich hatte man bereits komplett vergessen. Bis du dieses Buch gefunden hast. Und so wie es aussieht, werde ich schon sehr bald wieder dort landen. Yishomilele hat dort gearbeitet. Und wir haben ihr geholfen, zurückzukehren. Und? Sie sagte, sie will aussortieren. Zahllose Karteikarten schreddern. Alle, die in Teddys Bar waren. Wir sind am Leben, Cleo.
Solange du lebst, kann sie dir nichts anhaben. Nein, aber... Und selbst wenn, was willst du dagegen machen? Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich nochmal zurückkehren könnte. Ins Jenseits? Ja, aber nur für einen Augenblick. Das ist verrückt. Mir bleibt keine Wahl. Natürlich bleibt dir eine. Du hattest ein großes Abenteuer. Und du hast es überlebt. Entwenden und entwischen. Jetzt ist die Gelegenheit zu entwischen, Cleo. Ich nutze sie. Du solltest es auch machen. Entwischen? Du meinst einfach nichts dagegen unternehmen? Diese Gelegenheit zu entwischen hatte ich damals nicht. Und ich werde sie nicht wieder verstreichen lassen. Das kann ich nicht. Es war wirklich ein Abenteuer mit dir, Cleo. Hat Spaß gemacht. Und das ist keine Lüge. Haut er einfach ab. Haut er einfach ab. Nun gut, hier ist das Tintenfass. Da können wir bestimmt irgendwas machen. Hier ist... Nee, der Publisher ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Das ist... Nein! Cocktail! Er muss hier angespült worden sein. Was halten Sie von einem letzten Drink? Oh nee. Oh Gott. Hier ist so viel zu lesen gerade. Moment. Ich kann gar nicht blättern. Doch, jetzt. Wir leben noch. Malte und ich wurden vom Schrimperium für eine Lieferung zum McAnally-Hotel gehalten. Wir hatten riesiges Glück, denn die Zitterale haben wie lebendige Defibrillatoren auf unsere verstorbenen Körper gewirkt. Genau das muss mit Teddy McAnally auch geschehen sein, als er sein Nahtoderlebnis hatte. Das war wirklich knapp, aber ich kann nicht ignorieren, was ich im Jenseits noch erfahren musste. Yechumilele wird alle einarchivieren, die an Teddys Bar waren. Und das ist allein meine Schuld. Vielleicht gibt es doch noch einen Weg, Yechumilele aufzuhalten. Was sagte Malte noch zu mir? Es gibt kein Problem, das ein Cocktail nicht lösen könnte. Namen Tollo. Nahtod on the Beach. Dieser Cocktail klingt so, als sei er für diese Situation genau das Richtige. Doch die Zutaten machen mir noch etwas Sorgen, besonders das persönliche Opfer. Ich fürchte, ich weiß, was damit gemeint sein könnte. Mein Abenteuer ist noch nicht am Ende, aber vielleicht ist dies das Ende dieser Geschichte. Ich befürchte, dass wir meine letzte Begegnung mit... das war meine letzte Begegnung mit Avery Allwick. Auch er hat überlebt, doch er hat sich entschieden, die Gelegenheit zu nutzen, um zu entwischen. Ganz so, wie in seinen Büchern beschrieben. Und irgendwie kann ich es ihm nicht übel nehmen, aber ich kann nicht einfach wegsehen. Ich muss etwas gegen Yechumilele unternehmen, und zwar schnell. Der Cocktail 8000 wurde in der Panemu Bay angespült. Es hat ihn ganz schön erwischt. Aber er hat noch Saft für einen letzten Cocktail. Und ich habe da auch noch schon ein ganz bestimmtes Rezept ins Auge gefasst. Okay, wir gucken weiter. Von der Insel weg kommen wir wahrscheinlich nicht, ne? Oh, nein, wir kommen nicht weg. So, was brauchen wir dann nochmal? Kalte Asche und persönliches Opfer. Kalte Asche. Kalte Asche. Kalte Asche. Und, nee, da nicht. Warte mal, hier im Hotel vielleicht? Kalte Asche? Gibt's kalte Asche. Alter, steh auf. Da steht Cassandra Stream. Achtung, Ertrinkungsgefahr. Was ist denn da am Tresen? Nichts.
Ja, da war das Feuer, stimmt. So, die kalte Asche ist aber nicht schwarz. Das färben wir jetzt ein. Das färben wir nicht ein. Wozu ist das dann? Ein persönliches Opfer. Ja, ist eine gute Frage. Was können wir... Ist hier noch irgendwas? Das letzte PvP. Huch. Achso, das war die Tür. Tintenfass, aber was? Ich laufe mal sicherheitshalber alles ab hier. Theoretisch könnten wir angeln. Theoretisch. Wir können da nicht drauf. Ich habe keine Ahnung. Dann gucken wir mal hier nochmal sicherheitshalber alles durch. Können wir hier hoch? Nein, ne? Nein. Es ist eine gewaltige Statue von einer Hand, die eine Krakenvorderkarte hält. Ist hier vielleicht noch irgendwas versteckt? Da kommt man nicht hin. Wo ist der Ausgang? Tja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist bestimmt wieder eine der Stellen. Also einmal hatten wir so eine Szene, wo wir wirklich lange gesucht haben. Und hätten nur alle Ecken angucken müssen. Aber... Ist hier noch irgendwas? Nee. Da ist nichts. Oder haben wir alles? Was halten Sie von einem letzten Drink? Entschuldigung, daraus kann ich keinen Cocktail mixen. Magenbitter, kalte Asche, persönliches Opfer. Was halten Sie von einem letzten Drink? Ja, mein Spaten. Dieser Cocktail ist mir leider unbekannt. Dieser Cocktail ist mir leider unbekannt.
Irgendwas mit dem Tintenfass, aber... Aber was? Das hier mit dem Buch ist immer so seltsam, warum das hier so eingraviert ist. Ja, das ist wieder so eine kleine Sackgasse. Aber vielleicht ist es auch ein Zeichen dafür. Ich weiß, dass wir kurz... Oder was heißt weiß? Ich fühle, dass wir kurz vorm Ende sind. Viel kommt da nicht mehr. Aber vielleicht ist es auch... ja, die Uhrzeit sagt schon langsam Richtung Feierabend gehen. Weil ich nämlich morgen um kurz nach 5 aufstehen muss. Und ein bisschen Schlaf. Aber was heißt muss? Lola braucht raus. Braucht Auslauf frühmorgens. Ne? Ja, du hast Monte, Flo. Ich nicht. So, hier ist auch nichts weiter. Ja, siehst du, dann kannst du mit mir mitfühlen, Flo. Ne? Ich habe eine Stunde eher... Dann heißt es halbe, dreiviertel Stunde mit Lola spazieren gehen. Ne? Und dann heißt es arbeiten. Nochmal einen anstrengenden Tag. Freitag Homeoffice. Okay, das sollten wir alles hinkriegen. Ich finde hier nämlich aktuell nichts. Und ich möchte es jetzt auch nicht zerrennen und verrennen. Ich möchte auch jetzt nicht spoilern oder so. Ich überlege mir das mal, wenn ich mir das Video hier angucke. Irgendwas muss es ja sein. Irgendwas muss es sein. Wir haben ja nicht so viele Möglichkeiten hier. Bei dem Fass bin ich mir nicht sicher. Wir haben alles mehr oder weniger probiert. Das ist richtig gut. Und denk dran, trinken. Trinken. Nee. Okay, wir zerrennen das hier an der Stelle nicht, ne? Genau. Jeden Tag benehmen, immer. Nicht überarbeiten. Lass dich nicht kaputt machen. Ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle Feierabend. Wie gesagt, wir gucken jetzt hier gerade die ganze Zeit hin und her. Ich finde jetzt ad hoc keinen Punkt, wo man jetzt noch irgendwas machen könnte. Wahrscheinlich ist es was Offensichtliches, was ich dann spätestens, wenn ich das hier nochmal anspiele, zum voraussichtlich... Und? Okay. Zum letzten Mal dann, weil wir dann Richtung Ende gehen. Vielleicht dann rausfinde. Ist hier noch was? Nein. Ich gehe nur einmal kurz nochmal gucken. Ich gehe einmal nochmal kurz gucken, ganz kurz. Wirklich ganz kurz. Ne? Hier kommt nichts weiter. Hier ist irgendwie seltsam. Was war das da gerade? War das der Ausgang? Das war der Ausgang, ne? Weil ich hier... Oder ist hier nochmal irgendwas? Nee. Habe ich hier was? Nee. Nee, habe ich nicht. Gut. Wir speichern hier an der Stelle. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen Abend wieder zu gewohnter Runde und Stunde. Voraussichtlich mit Twin Mirror machen wir da weiter. Da ist es ja auch gerade ein bisschen heiß her am Hergehen. Ne? Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Mitfiebern, logischerweise. Ne? Ja, nur kurz gucken. Ich glaube, könnte ich als Streamtitel hinschreiben. Nur mal kurz. Ne? Und ja, wir sehen uns morgen Abend wieder. Würde mich freuen. Schlaf gut, träumt was Schönes. Denkt dran, ne? Bleibt gesund und alle Regeln einhalten, die es möglich sind. Und bis dahin, euer Firefox.